Gabriel, zeig her. Das. Ja, das ist gut. Da kannst du auf die Schulter fallen, auf den Ellbogen und nichts passiert. Klasse. Und das da. So, Knieschützer. Knieschützer auch. Mhm. Ja, dann kann ja überhaupt nichts passieren. Für den Rücken. Ja. Ja. Das habe ich auch. Und ich ziehe es nie an. Weil ich zu faul bin und weil es zu heiß ist. Wow, da schaut es ja cool aus. Jetzt ist einmal echt was los da. Ha, Flatti, was sagst du? Nicht mehr langweilig, gell? Meine vier Enkel sind da, meine Tochter ist da. Hallo, kleines Enkelin. Das ist die kleine Anna, die kleine Sarah. Na, die ist gar nicht so klein, die ist schon 8, gell? Und sonst so groß. Puh. Toll. Der Gabriel ist unser Motocrossfahrer. Und der Daniel hilft mir dann bei Backern und Raupen fahren. Raupen werden wir eh nicht fahren, aber Backern. Und der Spielekönig. Voll was los. Und voll die Hitze. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute überleben. Gestern hat es 39 Grad gehabt. Und da ist sogar der Strom aufgefallen, weil der Stromkasten ist voll in der Sonne. Und wenn da die Sonne drauf brennt und irgendwann macht es BAM und die Sicherung hält nicht mehr. Da muss ich das eben so ganz primitiv ein bisschen schützen, dass wir Strom haben den ganzen Tag. Jetzt muss ich mal, wir sind gerade angekommen, ich gestern, die Enkel in der Nacht. Jetzt muss ich da wieder klar Schiff machen. Schaut euch das, die Katastrophe mal an da. Ne? Wahnsinn. Brutal. Muss ich schnell meine Geräte holen aus der Garage und loslegen, bevor die Hitze wieder kommt. Und dann machen wir da so Schnipp. Das ist genug, dass ich selber wieder anspricht. 10 cm Wasser im Pool. Die Nase, gell? Aber ich habe keinen Kleber, da muss ich Kleber kaufen. Jetzt ist Ende, jetzt ist die Shiva. Shiva sagt so, Ende. Die Shiva. Wahnsinn. Die Shiva trippelt. So nett. Einfach der Wahnsinn. Guter Sprung. Ja, Wahnsinn. Super Parade, Shiva. Leo. Die Shiva. Der wird ihn hinmachen. Ups. Ein Traum. Ganz schöner Schuss, der Daniel. Ha ha ha.
Und ich mache derweil da die Rennbahn wieder klar. Da hat das Gewitter so tiefe Rillen eingespült. Und deswegen mache ich das mit dem Bagger wieder gerade. Aber die haben großen Spaß, gell? Meine Enkel. Wahnsinn. Da bin ich. Das ist schon der zweite Schieber, was da kaputt ist. Da haben wir einen neuen. Jetzt hat der Nachbar auch noch mitgeholfen, der Ralf. Bis wir die drei undichten Stellen auch noch dicht bekommen haben. Jetzt ist er aber drin. Gut. Und das ist der tapfere Nachwuchsrennfahrer Gabriel Skarica. Immer auf Sicherheit bedacht. Der Helm muss sitzen. Schwierig. Gewaltig! Gewaltig! Gut gemacht! Anna mag auch schon Sprungschanze, gell? Boah, geht schon drüber, hopp, hopp. Geht schon, Anna. Oh, die braucht nur eine kleinere, die Anna, schau. Die ist zu groß, gell? Du brauchst eine kleine. Soll ich bauen? Ja. Ja, mach ich dir eine kleine, gell? Los! Gut. Und so geht es jetzt den ganzen Tag. Na Flat, was sagst du?
jetzt später. Du darfst mit dem filmen. Halt es. Abpassen. Und wo eine? Wohin? Wo ist? Alle. Anna auch. Hallo. So, kommen zu einem neuen Video. Keine Ahnung, wie es heißt, aber auf jeden Fall Spiel, Leute. Es ist ein Spiel. Ne? Schwarzer Peter. Da muss das. Kennt ihr das überhaupt? Also. Mal schauen, wer gewinnt von uns zwei. Da muss man immer ziehen, ziehen, ziehen von dem anderen Gegner. Und ja, jetzt fangen wir an. Hä, ich hab ihn ja davor gehabt. Ja. Hab ich noch was davon? Nein. Wie viel hast du gleich gehabt? Zwei Bahre. Ich habe auch zwei Bahre. Ja. Sarah. Nein, nein. Ja, okay, dann. Schau an. Schau, geh mal sie der Anna, was mal gleich. Wir gehen mal. Bei mir ein. Ja. Okay. Mach's mal, du musst es richten, das. Weil wir da viel als erstes bei dir ziehen. Wird das da heiß? Kann ich da aufbausen? Achso. An der Bahn? Mit meinen Augen.
komm mal zu mir. Hallo. Und jetzt wieder nach vorne kommen. Ach, na warte kurz mal. Warte mal. Gut. Mein Hut. Du hast meinen Hut. Danke. Mein Hut, der steht sehr gut. Gehen wir runter schießen? Ja. Mein Hut, der steht sehr gut. Genau. Will ja hoffen. Auch Treffer. Super. 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 Komm mal. Na komm her. Pizza. Pizza geht immer. Pizza geht immer. Ja. Ja. Wie viel hast du gegessen? Drei. Boah, du. Fünf und jetzt kommt mein sechstes. Und das sechste Eck, bist du wahnsinnig. Naja, lass das auch schmecken. Und jetzt fahren sie wieder heim. Meine lieben Enkel, meine Tochter. Tschüss. Ciao. 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 Da fahren sie hin. Und wir fahren ganz in der Früh. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein in diesen schönen, verschlafenen Ort. Das war ganz schön stressig jetzt, Flatti. Und deine Futterquelle ist jetzt nicht mehr da, gell? Die Futterquelle ist nicht mehr da. Der Flatti hat immer die Kleine verfolgt. Die hat immer irgendwas fallen lassen. Ein Gummibärchen. Oder irgendwas anderes, gell? Ein Stück Brot. Komm rein, Flatti. Gut, dann werden wir auch zusammenpacken. Und euch wünsche noch einen schönen Sommer. Für euch.